yeah, Elektroschrott. Ich bin ein riesiger Freund von Abrüstung. Abrüstung ist besser als Krieg. Und deswegen vermachen wir es jetzt der Artillerie, bevor die Artillerie es uns vermachen kann. Heute habe ich mal wieder was ganz besonders Hübsches für so einen Teardown. Und zwar diese mobile USB-Raketenabschuss-Schlag-mich-tot mit Kamerazieleinrichtung und allem drum und dran. Wir sind neulich im Büro umgezogen und da sind jede Menge Sachen, die keiner haben wollte, zu denen keiner sich gemeldet hat, in einem großen Karton zum Wegschmeißen gelandet. Und da habe ich den hier gerettet, weil ich mir gedacht habe, keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht. Software habe ich auch nicht dazu, aber ich kann zumindest noch ein Teardown-Video davon machen. Und genau das mache ich jetzt auch. Das Teil ist insofern relativ unspektakulär, als wir hier zwei USB-Kabel dran haben. Das eine geht direkt hier oben an die Kamera und das andere geht ans Gerät selber. Schau mal, die Kamera, die kann man einfach abnehmen. Die können ja einfach runtergeklipst werden. Die behalte ich mir. Die mache ich jetzt auch nicht kaputt, weil das ist irgendwie ein ganz cooles Teil. Ich weiß nicht, wofür ich es mal gebrauchen kann, aber für irgendwas bestimmt. Deswegen hole ich die hier bloß aus dem Gewirr raus und lege sie mir beiseite. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also das Gerät hier kann, ich vermute mal, per Software gedreht und geschwenkt werden. Und hier sind so kleine Schaumstoffraketen dran gewesen. Davon gibt es nur noch eine und der fehlt auch die Spitze. Die wurden hier drauf gesteckt. Bei den Tüllen, da sieht man, dass da sind hier so kleine Löcher drin. Ich vermute, das funktioniert unterm Strich wie eine Nervwaffe, dass irgendwie Druck drin aufgebaut wird. Da bin ich besonders interessiert dran, an den mechanischen Teilen, die verwendet werden, um hier Luftdruck drauf zu bringen. Da kann man sich bestimmt noch das eine oder andere ausbauen. Gut. Ja, ansonsten ist es nicht sehr viel. Nun wollen wir doch mal schauen. Ich vermute, es gibt hier unter den Füßchen Schrauben. Ja, richtig vermutet. Da ist eine. Und dann doch einfach mal schauen, das sieht man, das ist zu groß. Jo. Mann, dass die Dinger auch immer so hart angedreht sein müssen. Ja, wieder der alte Teardown-Trick. Schrauben landen in meiner großen Schraubenkiste. Und an der Stelle muss man mal sagen, da lohnen sich die Teardowns irgendwelcher Sachen. Das hier kommt alles nur aus ähnlichen Situationen wie dieser hier. Damit können wir die Basis abnehmen. Nehme ich mal an, genau. Mal reinschauen, was wir hier haben. So. Ein kleines Mikrocontroller-Board. Ich schraube das mal runter, damit wir es besser sehen können. Oh, ich sehe schon, da sind ein paar Sachen drin, die man sogar retten kann, einigermaßen sinnvoll. Der eigentliche Controller, der ist hier unter so einem Glob, also der ist direkt der Chip hier auf die Platine draufgeklebt und dann mit Schlons verlötet. Immerhin 6 MHz Kristallquarz drauf. Das ist ja schon mal ordentlich. Dann hier haben wir 10 Mikrofarad-Kondensator, einen relativ dicken Widerstand, der sieht so aus, als müsste er gegebenenfalls einiges an Strom verblasen können. Naja, und halt so die ganzen üblichen Kleinteile. Wobei ich sagen muss, es ist eigentlich mehr, als ich erwartet hätte. Schau mal, kann man das hier vielleicht sogar sehen, was da drauf steht. KIY. Also ich wüsste nicht, was diese kleinen Teile hier sind. Diese Q dran, ich hätte normalerweise erwartet, dass Q... Quarz? Nee. Ah, das werde ich mir später nochmal genauer anschauen, was das ist. So, fürs Erste ist das tatsächlich alles, was hier unten drin so direkt erreichbar ist. Außer sehr vielen Schrauben. Schauen wir mal, ob es noch mehr Verschraubungen gibt, die man schon mal lösen könnte. Ich glaube, es ist hier... Weil mir dieses Geflimsel jetzt auf die Nerven geht, werde ich jetzt doch den Seitenschneider ranholen. Das USB-Kabel ist natürlich eine schöne Sache. Die Dinger kann man immer gebrauchen. Und hier haben wir nochmal die Platine. Oh, süß, auf der Rückseite haben sie offensichtlich nochmal nach dem Platinendesign gemerkt, dass es Schlunze war und sie mussten was machen. Das sieht von den ganzen Rückständen her auch wirklich nicht hübsch aus auf der Rückseite. Also
diese Heißkleber- und Rückstandsorgie hier, da sieht man auch ganz deutlich, da sind Pins wirklich von Hand abgekniffen worden. Also das ist wirklich handgelötet. Gute chinesische Handarbeit, wahrscheinlich von einem Sechsjährigen. Naja. Ich weiß schon, warum ich solche Geräte nicht kaufe. Jetzt habe ich hier von dem Teil alle Stauben ab und jetzt schauen wir mal, was haben wir denn da? Das ist ein Plastikkästchen mit einem Zahnrad. Ich vermute, dass hier ein Motor drin ist. Genau. Auch das ist ja schnuckelig. Da überlegt man sich ja fast, ob man das Gewinde nicht sogar, ob man das Getriebe nicht sogar behalten sollte. Aber eigentlich, naja, eigentlich habe ich keine Verwendung dafür. Aber schon irgendwie knuffig, ne? Ja, cooles Teil, aber ich fürchte, das wird auch eher gemüllt. Der Motor hier allerdings, den behalte ich mir. Putzig, hat einen 100 Nano Fahrradkondensator drauf. Warum? Also wenn einer von euch eine Ahnung hat, warum man auf so einen kleinen Gleichstrommotor einen 100 Nano Fahrradkondensator drauflöten sollte, was mir jetzt völlig neu ist, dann sagt mir gerne auch Bescheid, was das soll. Gut, das kommt in die Motorkiste. Ja, ich habe tatsächlich eine Motorkiste. Ah ja, das sind wahrscheinlich die Endeschalter von dem Ding, womit man also dann einen Stromimpuls kriegt, wenn der Turm hier oben komplett ans eine oder das andere Ende rangedreht ist. Ja, man sieht es hier drin. Da sind, ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Es ist schlecht zu sehen. Hier drin sind tatsächlich so kleine Teile, die hier dran vorbeikommen am Ende der Umdrehung. Und die hätten dann ausgelöst diesen Schalter, genau hier. Das ist nicht wirklich sehr gut zu sehen. Egal. Aber die hätten dann jedenfalls diesen Schalter ausgelöst, was wiederum dazu geführt hätte, dass er aufgehört hätte, den Motor zu drehen. Nett. Ich hätte stattdessen einen Stepper-Motor verwendet, aber ist jetzt natürlich preislich wahrscheinlich auch bei so einem Spielzeug günstiger, wenn man da einfach so einen blöden kleinen Gleichstrommotor reinsetzt, als wenn man einen Stippmotor verbaut. Ich muss allerdings sagen, was ich irgendwie putzig finde, ist, dass es doch aus relativ vielen auch formschön zusammenpassenden Einzelteilen besteht, das Teil. Das hätte ich gar nicht gedacht. So, und gleich haben wir hier die gesamte Mechanik auseinander und kommen zum wirklich interessantesten Teil der ganzen Veranstaltung. Nämlich dem, was auch immer da im oberen Teil drin steckt. Ich vermute, was wir hier sehen werden, das wird gleich nochmal so ein ähnlicher kleiner Motor sein. Ja, ich sehe ihn hier schon. Hier ist auch so ein Gleichstrommotor drin, wie für die andere Bewegung auch. Schade, ich hatte auf Servos- oder Stippmotoren gehofft. Aber immerhin gibt nochmal zwei Gleichstrommotoren für die Motorenkiste. Angenehmerweise wohl auch mit Sicherheit 5 Volt. Steht zwar nichts drauf hier auf dem, aber bin mir sicher, da das alles von USB ausgepowert wird, wird es mit Sicherheit mit 5 Volt klarkommen. Das ist natürlich recht praktisch für die typischen Mikrocontroller-Basteleien. Das ist immer ein bisschen nervig, wenn man dann Motoren hat, die zwar genau das sind, was man haben will, aber leider nur 24 Volt oder so. Hoppala. Ja, ich habe ein bisschen schwitzige Finger, es ist noch der Ausläufer der Hitzewelle hier oben im Büro. Es ist jetzt zwar schon nachts, aber trotzdem immer noch eine recht unangenehme Temperatur. Und Schwitzefingerchen und Metallschraubenzieher, naja, könnt ihr euch vorstellen. Ja, zwei Schrauben habe ich noch. Natürlich auch nochmal welche, die ein bisschen Gewalt brauchen. Boah, mir tun langsam echt die Finger weh von den vielen Schrauben. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viel Schraubkram drin ist. Ich hätte mehr mit geklebten Teilen gerechnet. Hatte mir da auch extra schon ein bisschen gröberes Werkzeug bereitgelegt, aber braucht es offensichtlich nicht. Na, dann schauen wir doch mal. Ja, das ist wirklich hübsch, dass das hier alles so aus kleinen Modulen aufgebaut ist. Süß, man möchte es fast auseinandernehmen. Ja, noch so ein Getriebe. Das ist wirklich eigentlich fast zu hübsch zum Ausschlachten. Aber es tut mir leid, ich kann eigentlich nur mit dem hier was anfangen. So hübsch das Getriebe auch ist. Nee, kein Bedarf.
Ich habe eh schon zu viel Giraffe rumfliegen. Insofern muss ich da auch leider mal den Wertstoff hochfüttern. So, jetzt sind wir schon an der Basis von dem Teil hier angekommen. Ich sehe hier nochmal, das hier ist mit Sicherheit auch so ein Schalterpaar, wie das, das wir oben hatten, für so eine Endabschaltung für den oberen Motor. Ich sollte mir vielleicht dann doch mal für die nächste derartige Aktion meinen Akkuschrauber schnappen. Aber gut, das geht auch so. Jetzt haben wir, an der Stelle verwendet er zwei ganz normale Mikroschalter. Die sind natürlich cool, weil man die immer gebrauchen kann. Vor allem hier mit diesen kleinen Platinchen mit den Verschraubungen. Das ist geil, weil ich nämlich damit die Taste gut irgendwo dran schrauben kann. Mensch, das gefällt mir. Hier sind zwei Stück. Typische solche Taster. Nur auf einer kleinen Platine verlötet und mit einem Loch für eine Schraube. Super, also das kann ich definitiv gebrauchen, auch noch mit den Kabeln dran. Da freut sich der Kleingärtner. So, dann hätten wir jetzt hier die Kanone an sich und ich bin sehr gespannt, was wir hier drin finden werden. Sehr gespannt. Das ist ja eigentlich der Grund, weswegen ich hier überhaupt angefangen habe zu schrauben. Weil mich definitiv interessiert hat, wie hier die Abschussvorrichtung funktioniert. Frage ist nur, was ich jetzt eigentlich genau geöffnet habe damit. Ich kann jetzt nicht die Stelle sehen, die dadurch aufgehen sollte. Vielleicht. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen rumprobieren. Mit ein wenig sanfter Gewalt. Das sieht gut aus. Da muss man einfach nur die beiden Kappen an den Seiten abmachen. Und dann kann man das hintere Ende abziehen. Und wer hätte das gedacht? Noch mehr Schrauben und hey, da oben ist noch so ein Motor scheinbar. Ich bin mal wirklich gespannt, was wir da drin an Mechanik finden. Also hier ist definitiv nochmal so ein Motor, auch wieder mit so einem kleinen Kondensator. Hier ist irgendein... Ja, ist auch wieder so ein Federblattkontakt, so ein Schalter. Ich muss mal auf. Schauen wir mal, was wir finden. Das ist interessant. Also jetzt habe ich hier hinten schon mal ein Teil ausgebaut. Das scheint wieder ein Getriebe zu beinhalten, weil das Zahnrad hier ist praktisch nicht zu bewegen. Also ist wahrscheinlich ein sehr stark untersetztes Getriebe drin. Hier ist wieder so ein Motor. Ich werde das einfach mal auseinandernehmen. Ja, da ist auch ganz ekliges Schmierfett oder so drin. Jetzt die ganzen Hände voller Dreck. Das ist ziemlich widerlich. Egal. Ja, da haben wir noch ein Getriebe. Also sag mal, der heutige Teardown ist definitiv was für Getriebefetischisten. Mir hat es in erster Linie neue Teile für meine Motorkiste gebracht bisher. Und einen Grund, um morgen zum Wertstoffhof zu fahren. Zur Seite. So, das Getriebe dreht dieses Zahnrad hier. Da wollen wir jetzt doch einfach mal schauen, was da passiert. Also diese Platte, die ich gerade hier vor mir habe, die ist auch mit diesem ekligen Schmierzeug geschmiert. Ich vermute mal, dass es an der Stelle, um das hier tatsächlich luftdicht abschließen zu lassen, zu dem anderen Teil, den wir gerade abmontiert haben. Verstehe. Federn. Das ist ja raffiniert.
Also offensichtlich basiert das ganze Verfahren darauf. Das hier ist auch raffiniert. Hier sieht man diesen Ring, der hier so runter geht, so halb runter. Also, das hier. Da würde... dieses Teil... Ich gebe ganz ehrlich zu, mir ist gerade nicht zu 100% klar, wie es funktioniert. Aber wenn der Ring hier drin ist und sich dreht, auf jeden Fall sind hier... okay, jetzt sehe ich es. Hier unten, wenn der Ring sich dreht, dann hebt der Ring am unteren Ende hier, hebt der diese Teile hier an, weil der da drunter greift, hebt sie aber nur ein kleines Stück an, bevor sie dann wieder zurückschnappen. Und das ist genau der Trick, was hier passiert. Der Ring hebt dieses Teil an, das Teil drückt die Feder hoch, und wenn der Ring weit genug ist, dann lässt er dieses Teil los und die Feder drückt schnell runter. Und was dann passiert, ist, dass diese Teile... wir haben hier vorne dran so einen kleinen Saugnapf. Diese Teile werden dann so schnell runtergedrückt, dass sie letztendlich in den Kolben, die man hier sieht, die Luft komprimieren und macht es hier oben. Und dann fliegt der Pfeil weg. Raffiniertes Verfahren, muss ich mal so sagen. Raffiniertes Verfahren. Ja, das Teil habe ich jetzt wohl ziemlich zerböllert, wa? Die Ausbeute ist eher mager. 3 Motoren, 2 Taste und Erkenntnisgewinn. Aber Wissenschaft um der Wissenschaft halber ist ja nicht das Schlechteste, was es gibt. Ne? Insofern, ja. Fürs nächste Mal habe ich wieder was mit mehr Elektronik drin zum Zerschrauben. Ich habe da noch was schön Teures. Also, bis dann, Leute.